ein 77-jähriger Fahrzeugführer aus Saukermark kam ja gegen 12.40 Uhr auf der B167 zwischen Zappenschleuse und Liebenwalde aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte da mit zwei Straßenbäumen. Der Fahrzeugführer wurde in der Folge aus dem Fahrzeug geschleudert, schwerst verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Berliner Klinikum verbracht. Zur Unfallursache, zum konkreten Hergang, hat die Kriminalpolizei der PI Barnim die Ermittlungen aufgenommen hier vor Ort. Naja, man hofft erstmal, dass keine größeren Personenschäden entstanden sind und nicht unbeteiligt vielleicht noch betroffen sind.